Herzlich willkommen an alle The Witcher-Freunde und die, die es werden wollen. Dieses Tutorial richtet sich vor allem an die Neulinge, die The Witcher 3 The Wild Hunt erst vor kurzem gekauft haben. Das Spiel ist seit etwa über einem Monat erhältlich für die PS4, Xbox One und den PC. Und vor allem die Leute, die es sich vielleicht noch holen wollen, denen kann ich das übrigens nur empfehlen. Für diese Leute ist dieses Video, denke ich, auch sehr empfehlenswert. Dieses Tutorial wird hauptsächlich die Grundlagen abdecken und euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben für den fortgeschrittenen Spielablauf. Außerdem wird das Video in mehrere Themen unterteilt. Diese findet ihr auch unten in der Beschreibung, sodass ihr direkt zu den Themen hinspringen könnt, die euch am meisten interessieren. Die Themen wären einmal Bewegung, Inventar und Equipment, Hexerzeichen, Alchemie, Skills und der Kampf. Bevor wir losgehen, möchte ich mit euch ganz kurz die Option durchgehen. Das ist meistens das Erste, was ich mache. Hier können wir zum Beispiel die Anzeige konfigurieren. Ich würde euch empfehlen, Größe der Spielanzeige auf groß zu stellen. Auch wenn ihr direkt vorm PC-Monitor sitzt, erst recht, wenn ihr das Ganze am Fernseher spielt. Egal ob auf Konsole oder mit eurem PC am Fernseher. Glaubt mir, stellt das Ganze auf groß. Hier könnt ihr noch diverse individuelle Anpassungen vornehmen. Ich habe einige Sachen ausgeschaltet, die mich persönlich ein bisschen stören. Zum Beispiel will ich keinen GPS-ähnlichen Weg haben, der mich zum nächsten Quest bringt. Das zum Beispiel habe ich auch ausgestellt. Das wäre Weg zum Ziel auf Minikarte. So, wir können natürlich noch die Spielanzeige skalieren. Würde ich euch auch empfehlen, das wirklich bis zum Rand einzustellen, sodass euer HUD, euer User Interface tatsächlich bis zum Rand geht und ihr mehr vom Spielgeschehen in der Bildschirmmitte seht. Hier haben wir noch einige Effekte, die unter Nachbearbeitung gelten. Bestimmte Effekte, da bin ich einfach kein Fan von, die habe ich ausgeschaltet. Auch das ist meistens persönlicher Geschmack. Umgebungsverdeckung zum Beispiel ist ein äußerst schicker Effekt. Und allgemein finden wir die tatsächlichen Grafikeinstellungen. Hier habe ich ja einen relativ bunten Mix. Ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr Performance-Probleme habt, Hairworks auszustellen. Es sieht unglaublich gut aus. Allerdings natürlich nur, wenn ihr gegen Tiere kämpft, die auch tatsächlich Fell haben. Wölfe, Werwölfe, Bären und so weiter. Das sieht schon echt stark aus, aber zieht ordentlich Leistung. Den Anzeigenmodus würde ich euch persönlich randloses Fenster empfehlen. Ich habe in diesem Moment auf Vollbild gestellt, da ich das einfach für die Aufnahme am besten, da es sich für die Aufnahme am besten eignet. Ansonsten kann ich euch randloses Fenster empfehlen. Ganz einfach, das Spiel läuft im Fenstermodus. Falls ihr zum Browser tabben wollt oder direkt zurück auf euren Desktop oder was auch immer, was ja am PC recht realistisch ist, geht es wesentlich schneller und stabiler, als wenn ihr vom Vollbildmodus wechselt. Falls ihr allerdings Performance-Probleme haben solltet, würde ich wenigstens mal den Vollbildmodus ausprobieren, da es manchmal im Fenstermodus zu Problemen kommen kann. So, maximale Bilder pro Sekunde würde ich einfach auf 60 begrenzen. Mehr braucht man in The Witcher 3 nicht wirklich. Und vertikale Synchronisation würde ich unbedingt einstellen, einfach um das Screen-Tearing zu verhindern. Und das war es eigentlich, was wir in den Grafikeinstellungen haben. Im Spiel an sich gibt es auch noch ein paar Einstellungen. Automatische finale Hiebe, Hexersinne für Farbenblinde. Mag vielleicht auf den ersten Blick nicht klar sein, was mit Hexersinn gemeint ist, aber falls ihr farbenblind seid, stellt es ein. Tutorial-Nachrichten würde ich euch auch empfehlen, selbst nach dem Anschauen von diesem Video. Die Sprache lässt sich, nachdem ihr am PC die Sprachdateien runtergeladen habt, hier auch nochmal umstellen. Wenn ihr die Konsolenversion habt, müsst ihr nichts extra herunterladen. Die Untertitel lasse ich aus, einfach da ich sie in meiner Muttersprache eher störend finde. Als nächstes kommen wir zu den Grundlagen der Bewegung. Unser erstes Thema, die Bewegung. Tja, was gibt es zur Bewegung zu sagen? Eigentlich nicht viel. Mit dem rechten Stick bzw. mit der Maus könnt ihr eure Kamera bewegen. Mit den Tasten WASD könnt ihr Geralt bewegen. Bzw. falls ihr mit Controller spielt, was ich euch übrigens empfehlen würde, auch am PC, mit dem linken Stick. Ja, das war's doch eigentlich schon alles zur Bewegung. Naja, nicht ganz, weil viele Spieler haben nämlich ein kleines Problem damit. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Es gibt nämlich eine Art Trägheit, beziehungsweise es würde eine Art Trägheit simuliert. Das heißt, wenn ihr den Stick nach vorne bewegt, dauert es eine Weile, bis Geralt wirklich rennt. Und auch wenn ihr aufhört, den Stick zu bewegen, macht er noch eine Art kleinen Schritt, um anzuhalten. Das heißt, es gibt immer eine kleine Verzögerung. Und auch wenn ich anhalten will, bei diesem Stein hier zum Beispiel, kann es sein, dass ich immer noch mit ein, zwei Schritten über das Ziel hinausschieße. Das heißt, das müsst ihr im Hinterkopf behalten.
Dadurch empfiehlt es sich gerade, nehmen wir an, wir möchten uns hier bewegen, zwischen diesen Holzscheiten oder hinter diesen Baumstämmen durch, macht es Sinn, tatsächlich den Stick nur leicht zu bewegen. Einfach, dass Geralt nicht gleich vorprischt und ihr seht, wenn ich versuche, hier durchzulaufen, das ist alles ziemlich kompliziert bzw. unpräzise. Falls ihr durch schmale Gänge oder an Objekten vorbeizirkeln wollt, empfehle ich euch, lauft nicht, sondern macht es so, wie ihr auch im richtigen Leben machen würdet, geht. So funktioniert das eigentlich schon ganz gut, wenn ich zum Beispiel zu diesen Säcken gehen will, um den Inhalt aufzunehmen. Wenn ihr Hütten oder Häuser betretet, wird sich die Bewegungsgeschwindigkeit von Geralt automatisch anpassen. Dort haben die Entwickler nämlich mitgedacht, weil wenn ihr hier tatsächlich laufen oder sogar sprinten würdet, würdet ihr vermutlich gegen alles gegenlaufen, was hier drin steht. Falls ihr allerdings doch es etwas eilig Sie habt, denn hin? könnt ihr, nein, könnt ihr nicht. Sobald ihr das Haus verlasst, könnt ihr euch wieder mit der gewohnten Laufgeschwindigkeit fortbewegen. Falls euch das zu langsam ist, haltet die A gedrückt und unter Kosten von etwas Ausdauer sprintet Geralt. Springen kann unser Hexer natürlich auch. Hierzu sei gesagt, der Fallschaden, den Geralt sich zuzieht, kann teilweise erheblich sein. Von daher würde ich euch dringend abraten, von Anhöhen, Bergen oder irgendwelchen Häusern herunterzuspringen. Ja, so viel eigentlich zur Bewegung. Unser nächstes Thema: Inventar und Equipment. Generell gibt es in The Witcher 3 zwei Menüs. Es gibt einmal, ja, ich nenne es mal das Escape-Menü, was ihr mit der Escape-Taste aufruft, indem ihr speichern oder laden könnt. Auf dem Controller wäre es die Back-Taste. Oder das eigentliche Spielmenü, was ihr auf der Tastatur mit der Enter-Taste oder auf eurem Gamepad mit der Start-Taste aufruft. Hier habt ihr das Glossar mit Bestarium, Tutorial, Charaktere und dem Handwerk, Alchemie, Inventar, Weltkarte, Quest, Charakter und Meditation. All diese Bereiche könnt ihr auch aus einem der Unterbereichen aufrufen und zum Beispiel auf dem Controller mit LB und RB durchswitchen. Widmen wir uns also als erstes dem Inventar. Rechts seht ihr alle Items, mit denen Geralt zurzeit ausgerüstet ist. Links die Items, die ihr in eurem Inventar habt. Ein kleiner Trick: Falls ihr schnell auf die rechte Seite rüber wollt oder wieder nach oben auf die Reiter, könnt ihr das entweder mit einzelnen Schritten machen oder ihr drückt einfach den rechten Analogstick zur entsprechenden Seite. So kommt ihr schnell von einem Menü ins andere. Das Vergleichen von Gegenständen ist in The Witcher 3 relativ einfach. Sobald ich auf ein Schwert gehe, wird es automatisch mit der angelegten Waffe verglichen. Unten links seht ihr die aktuellen Werte der ausgewählten Waffe im Vergleich zur angelegten Waffe. Wenn ihr jetzt LT gedrückt haltet, seht ihr außerdem rechts daneben noch die Statistiken der aktuellen angelegten Waffe. Falls ihr mit Maus und Tastatur spielt, könnt ihr einfach mit dem Cursor rüberfahren und mit der Umschalttaste euch die aktuellen Werte der angelegten Waffe dazu anzeigen lassen. Wenn ihr Gegenstände in die Schnellauswahl legen wollt, die Schnellauswahl befindet sich hier unten, könnt ihr sie einfach mit der Maus reinziehen. Oder falls ihr mit dem Controller spielt, geht einfach auf entsprechendes Item, bestätigt mit der A-Taste bzw. mit der X-Taste auf dem PS4-Pad und wählt den Slot aus, in dem ihr das Item legen wollt. Generell könnt ihr hierbei nichts falsch machen, weil euch das Spiel zumindest bei dem Controller ansagt, welches Item ihr auf welchen Schnellplatz legen könnt. Unser nächstes Thema sind die Hexerzeichen. Mit dem LB-Knopf oder mit der Tab-Taste auf der Tastatur könnt ihr euer, ich nenne es mal Kampfmenü, aufrufen. Hier könnt ihr eure Zeichen auswählen. Das wären zum einen mal Urden, Quen, Igni, Axie und Ard. Die Spieler von The Witcher 1 und 2 werden sicherlich noch wissen, was welches einzelne Zeichen bedeutet und was ihr damit anstellt. Für die neuen Spieler unter euch: Ard-Zeichen bewirkt einen gezielten Stoß kinetischer Energie, der Gegner taumeln lässt,
sodass sie angegriffen werden können. Igni-Zeichen bewirkt einen gezielten feurigen Stoß, fügt Gegnern Schaden entsprechend der Zeichenintensität zu. Irden, magische Falle, die Gegner im Wirkbereich verlangsamt, Schutzschild und verhext einen Gegner, sodass er vorübergehend nicht am Kampf teilnimmt. Je nach Gegner möchtet ihr vielleicht unterschiedliche Zeichen benutzen. Zu empfehlen ist, dass ihr Kämpfe generell mit Quen startet, um euch einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Das Schutzschild hält relativ lange, solange ihr nicht getroffen werdet. Igni ist wahrscheinlich eines der spektakuläreren Zeichen, da ihr damit Gegner in Brand setzen könnt. Irden zum Beispiel verlangsamt die Gegner erheblich, was vor allem vorteilhaft ist bei schnellen Gegnern, wie zum Beispiel den Neckern. Axi ist auch ein äußerst praktisches Zeichen, da ihr damit Gegner direkt aus dem Kampf rausholen könnt und sie nicht mehr reagieren können. Das ist praktisch gegen einzelne Gegner, aber auch natürlich praktisch für Gruppen. Nachdem ihr Axi benutzt habt, bietet sich auch immer an, einen schweren Schlag zu landen, da euer Gegner den sowieso nicht ausweichen kann. So, damit habe ich jetzt natürlich auch schon ein bisschen was vom Kampf gezeigt, aber das werden wir auch gleich noch ausführlicher behandeln. Unser nächstes Thema, die Alchemie. Generell gilt in The Witcher 3, Öle, Tränke, Bomben und ähnliches müssen nur einmal hergestellt werden. Das unterscheidet sich grundlegend von Teil 1 und Teil 2. Die Funktionsweise ist so: Ihr stellt einmalig einen Gegenstand her, sagen wir eine Bombe oder einen Trank, und beim Meditieren werden diese beim nächsten Mal automatisch aufgefüllt. Das Einzige, was ihr dazu dann nochmal benötigt, ist der entsprechende Alkohol. In diesem Fall bei Donner Zwergenschnaps. Das heißt, ihr müsst nicht nochmal alle Zutaten wie zum Beispiel die Haarschleierlinge oder Endriagen Embryo dabei haben. Die benötigt ihr nur einmalig zur Herstellung des Tranks. Danach wird der Trank automatisch beim Meditieren wieder aufgefüllt. Auch benötigt ihr Alkohol, auch jeweils nur einmal, um alle eure entsprechenden Tränke aufzufüllen. Ihr seht, für all diese Tränke, weißer Honig, Waldkauz, Schwalbe, Katze und Donner, brauchen wir Zwergenschnaps. Nun brauchen wir also nicht fünfmal Zwergenschnaps, um alle Tränke aufzufüllen, sondern einmalig Zwergenschnaps, um alle Tränke aufzufüllen. Was ihr für die Herstellung der Tränke benötigt, seht ihr hier. Hier stellen wir uns zum Beispiel Zwergenschnaps her. Zwergenschnaps kann natürlich mehrmals hergestellt werden, da dieser Grundlage für unsere weiteren Tränke ist. Öle funktionieren generell etwas anders, auch anders als in den Vorgängen. In diesem Fall ist die zeitliche Begrenzung kein Minutentimer, der abläuft, sondern die Benutzung. Das heißt, nach dem Auftragen des Öls haben wir 20 Verwendungen übrig. Das heißt, 20 Treffer mit dem Schwert und das Öl verschwindet. Die Öle an sich müssen nicht nachgefüllt werden, die habt ihr immer in eurem Inventar. Einziger Nachteil, ihr könnt diese nicht innerhalb eines Kampfes auftragen. Das heißt, das müsst ihr vorher erledigen. Unten links seht ihr die aktuellen Tränke, die wir im Schnellslot angelegt haben, Donner und Schwalbe. Beim Trinken seht ihr oben links die aktuelle Wirkungsdauer und euren Vergiftungsgrad. Der Vergiftungsgrad steigt mit jeder Einnahme eines neuen Tranks. Wie ihr seht, hat jeder Trank eine maximale Anzahlbegrenzung von 3 Stück. Beim Meditieren reicht bereits eine Stunde aus, um alle Tränke wieder aufzufüllen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Mein Tipp ist also, grast nicht jeden einzelnen Busch ab, wenn ihr nicht unbedingt Zutaten für neue Tränke benötigt. Wie ihr seht, habe ich zurzeit alle für meine vorhandenen Rezepte, Tränke und Öle hergestellt. Das heißt, eigentlich ist es nicht weiter notwendig, meine Zeit mit dem Sammeln von Gegenständen, von Zutaten, Kräutern oder ähnliches zu vergeuden. Außerdem, es macht auch nicht wirklich Spaß. Deswegen mein Tipp, lasst es. Wenn ihr ein neues Schema bekommt, ein neues Rezept oder ähnliches, guckt, was ihr braucht, sammelt oder kauft dann gezielt,
kaufen es in der Regel auch relativ günstig, solange es nicht irgendwelche seltenen oder besonderen Zutaten sind. Kommen wir nun zum wahrscheinlich kompliziertesten Teil von The Witcher 3, nämlich dem Skillsystem. Zu Demonstrationszwecken werde ich meinen Fertigkeitsbaum einmal komplett entleeren. Generell kann man sagen, dass das Fertigkeitssystem so funktioniert. Als erstes wählt ihr eine Fertigkeit aus, die ihr erlernen möchtet. Zum Beispiel den starken Angriff. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen um 5%. Jetzt habt ihr die Fertigkeit erst gekauft, allerdings noch nicht aktiviert. Das heißt, damit ihr auch tatsächlich einen Nutzen davon habt, müsst ihr diese Fertigkeit auch noch in einen von euren Slots legen, den ihr mit der Zeit durch Levelaufstiege freischaltet. Neben den drei Vierecken seht ihr außerdem noch ein gedrehtes Viereck. Dieser Slot dient extra für Mutagene. Mutagene geben euch einen Bonus auf die aktiven Fertigkeiten. Legen wir zum Beispiel ein rotes Mutagen an, erhöht sich unsere Angriffskraft um 20% in diesem Fall. Das gilt allerdings nur für die korrespondierten Farben. Das heißt, wenn wir ein rotes Mutagen hier platzieren und anschließend eine Alchemiefertigkeit, die Farbe Grün hat, macht das Mutagen nichts, außer uns 5% Angriffskraft zu geben. Später gibt es auch noch größere Mutagene, die zum Beispiel nicht 5% Angriffskraft als Grundbonus geben, sondern zum Beispiel 7, 10 oder noch mehr. Je nachdem, wie ihr eure Fertigkeiten auf den Baum verteilt, solltet ihr auch entsprechendes Mutagen wählen, um den größtmöglichsten Bonus rauszukriegen. Zum Beispiel würde es keinen Sinn machen, meine drei Zeichenfertigkeiten nur zur Hälfte auf die linke Seite zu platzieren. Was heißt zur Hälfte? Folgendermaßen. Hier würde es Sinn machen, die grüne Fertigkeit also nun auf den rechten Platz zu legen oder auf den rechten Baum und den letzten freien Slot hier für ein weiteres Zeichen zu verwenden, um den vollen Bonus von einer Zeichenintensität von 20% mitzunehmen. Die weiteren Slots werden mit zunehmendem Levelaufstieg freigeschaltet. Das könnt ihr unten links in der Beschreibung entnehmen. Zusammengefasst also, kauft euch die Talente, die ihr am interessantesten findet, am kurzen oder die einfach eurer Idee am besten entsprechen, platziert sie auf den Baum und platziert dann noch das dazugehörige Mutagen, sobald ihr welche gefunden habt, um den Bonus noch zu verstärken. Falls ihr eure genauen Spielerwerte ansehen wollt, könnt ihr mit dem Controller RT drücken oder ihr drückt die Taste C wie Character auf eurer Tastatur. Hier könnt ihr nochmal alles nachlesen. Falls ihr euch fragt, was denn eigentlich die Zeichenintensität ist, die geben euch den Bonus auf die entsprechenden Zeichen, wie zum Beispiel bei Art 60% Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner ins Taumeln gerät. Nehmen wir also nun das Mutagen raus, verlieren wir diese 20% Zeichenintensität und verlieren damit 10% Wahrscheinlichkeit auf Taumeln, Verbrennen oder weitere Effekte, die durch die Zeichen ausgelöst werden. Kommen wir zum Kampfsystem. Wie schon in der Lektion Hexerzeichen, mit LB bzw. mit der Tab-Taste öffnen wir unser Kampfmenü. Hier können wir alle wichtigen Items, die wir auf unsere Schnellplätze gelegt haben, oder unsere Zeichen auswählen. Für den nächsten Kampf starte ich am besten mit Quen und lege mir Urden als Falle gleich als nächstes auf meinen Zeichenplatz. Bestimmte Kreaturen erfordern bestimmte Taktiken. Magische Erscheinung zum Beispiel findet man am besten als erstes mit Urn. Kämpfe sind vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden äußerst fordernd.
Das heißt, ihr solltet wirklich darauf achten, welche Levelgrenze bei euren Gegnern steht und wie hoch euer eigenes Level ist. Als Hinweis gebe ich euch, aktiviert Quen, rennt kurz in die Gruppe, prüft das Level der Gegner und flieht, wenn nötig. Wie auch schon in der Zeichenlektion, mit LB ruft ihr euer Kampfmenü auf. Denkt daran, es verlangsamt nur das Zeitgeschehen, stoppt es allerdings nicht vollständig. Der Kampf gegen Menschen ist relativ einfach. Wichtig ist dabei, dass ihr als erstes versucht, die Bogenschützen auszuschalten. Generell habt ihr zwei Möglichkeiten zum Ausweichen. Einmal eine Art Hechtrolle und einen kurzen Ausweichschritt. Der Vorteil von dem Ausweichschritt ist, dass ihr außerdem sofort in Reichweite für einen Gegenangriff bleibt und keine Ausdauer verliert. Bei einer Rolle hingegen, wenn ihr jetzt auf unsere Ausdauer achtet, seht ihr, wie sich die Ausdauer so gut wie gar nicht bis ganz langsam regeneriert. Wichtig ist dabei, dass ihr bei schweren Gegnern, wie zum Beispiel den Typen dort mit der Spaltaxt, dass ihr diese Schläge am besten nicht blockt, da diese immer noch die Chance haben, euch zu betäuben. Blockt ihr den Schlag kurz bevor der Gegner euch trifft, könnt ihr direkt zum Konter ansetzen. Nach einem Ausweichschritt empfiehlt es sich immer mit einem schweren Angriff zu starten, da die Deckung des Gegners sowieso offen ist. Beim Ausweichen solltet ihr auch darauf achten, dass ihr in die richtige Richtung ausweicht. Meistens gibt es für, ja, eigentlich jedes Monster auch eine entsprechende Taktik. Für Ertrunkene zum Beispiel eignet sich Nekrophagenöl und das Zeichen Igni. Wie gewohnt starten wir den Kampf am besten mit Quen. Und wie ihr seht, fangen die Gegner sehr leicht Feuer und sind dann auch erstmal kurzer Zeit außer Gefecht gesetzt. Kurz bevor die Gegner angreifen, gehen sie meist in eine Art Kampfhaltung über, sodass ihr ganz genau wisst, wann ihr den Ausweichschritt am besten macht. Allerdings ist nicht nur Igni praktisch, sondern auch andere Zeichen. Das heißt, ihr solltet nicht nur danach gehen, was im Bestarium steht, sondern auch andere Taktiken ausprobieren. Hunde können relativ gefährlich werden, dadurch, dass sie meistens in großen Rudeln auftreten. Hier eignet sich meistens Igni, dadurch, dass es unter anderem Flächenschaden verursacht. Gerade bei Neckern kann es schwierig sein, mit dem kleinen Seitenschritt auszuweichen, da die Ausweichdistanz kurz ist und Necker schnell hintereinander angreifen. Denkt daran, dass Geralt meistens eine Zeit braucht, bis er den Schlag ausführt. Das solltet ihr berücksichtigen, bevor ihr mit einem Angriff startet. Oft macht es Sinn,
zwei schnelle Ausweichschritte hintereinander auszuführen. Im Kampf ergibt sich außerdem oft ein Rhythmus. Das heißt, ihr schlagt zum Beispiel zweimal schnell, ausweichen, zweimal schnell, ausweichen oder schnell, stark, ausweichen, ausweichen, schnell, stark, ausweichen, ausweichen und so weiter. Und je nach Gegner, wann er angreift und wie er angreift, ob er euch vielleicht pariert oder blockt und ob ihr gegen Gruppen kämpft, solltet ihr versuchen, euch hier eine Art Rhythmus bei bestimmten Gegnerarten anzugewöhnen. Das A und O ist eigentlich, dass ihr in großen Gruppen eher auf Distanz geht, euch nicht umzingeln lasst, die Hechtrolle benutzt und wenn ihr Ausweichschritte benutzt, die ihr oft hintereinander macht und in die richtige Richtung. So, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch mit den Grundlagen vertraut gemacht und vielleicht habt ihr das eine oder andere mitnehmen können. Denkt daran, es gibt auch ein Ingame-Tutorial, das ihr auch immer noch mal im Glossar nachlesen könnt. Ansonsten empfehle ich euch, das natürlich am Anfang des Spiels zu starten. Ja, das Problem ist eigentlich, dass man Ingame-Tutorials oft leicht überlesen kann oder wenn das Spiel nicht pausiert wird, ja, in der Kampfhektik, sage ich mal, schnell einige Sachen untergehen oder man sich bestimmte Sachen einfach nicht gemerkt hat. Deshalb empfehle ich euch, spielt das Tutorial gerade am Anfang, macht euch mit dem Kampfsystem vertraut, lernt, wie ihr blockt, wie ihr angreift, wie lange Geralt ungefähr für einen Hieb braucht, so dass ihr ein Gefühl dafür entwickelt und versucht den Rhythmus eures Gegners kennenzulernen. Wann die verschiedenen Gegner angreifen, Werwölfe zum Beispiel, versuchen oft wegzulaufen, laufen dann wieder auf euch zu, greifen meistens schnell hintereinander an und wenn sie weglaufen, erholen sie sich zum Beispiel auch. Das solltet ihr alles, ja, mit einbeziehen in euren Taktiken. Sprintet zum Beispiel auch hinterher, schadet auch nicht, manchmal erst einmal Abstand zu gewinnen, Ausdauer zu regenerieren. Vor allem dann, wenn ihr keinen entsprechenden Trank wie zum Beispiel Waldkauz habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und falls ihr Fragen, Anregungen, ja, schreibt einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen und viel Spaß noch mit The Witcher The Wild Hunt.